umgehen. Okay, okay. Wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Ja. Keine große Herausforderung. Los, verstanden. Seid mir gegrüßt, lächerliches kleines Wesen. Ich bin Saladrex. Ich hatte gedacht, dass die Aufruhr durch einen weiteren Angriff der Gedankenschinder verursacht wurde. Jetzt wird mir klar, dass ihr die Ursache gewesen sein müsst. Man freut sich immer, wenn einem eine neue Maus zum Spielen vor die Klauen stolpert. Aha, das wird dann wohl der Uralte sein. Was macht ein Drache in diesem Gewölbe? Ich bin keine Mauswürmer, ich habe eure Anhänger, die Gefängnisse getötet, jetzt werde ich auch euch töten. Lächerliches kleines Wesen, Maus, ich bin Ulmoin, ein bekannter Held. Versucht euch zu benehmen oder ich muss euch Manieren beibringen. Seid ihr der Eingekerkerte? Der Eingekerkerte? In der Beziehung kann ich euch nicht helfen. Wollt ihr euch nicht lieber über mich unterhalten? Ich muss doch wohl die beeindruckendste Kreatur sein, die ihr je gesehen habt. Ja, ja, labert nur. Wenn man einen Drachen gesehen hat, hat man sie doch alle gesehen. Kämpfen wir jetzt bald oder was? Ein Drache mit Ego, was für ein Schock. Was für ein Schock. Nun gut, wie hat es euch nur in dieses Verlies verschlagen, oh wunderbarste aller Echsen? Ihr müsst zugeben, ihr seid tatsächlich ein prächtiges Exemplar eurer Rasse, Saladrex. Wie konnte es nur geschehen, dass ihr in diesem Verlies gefangen seid? Meine Geschichte ist wahrhaft eine großartige Geschichte. Natürlich ist es ohnehin logisch, dass jede Geschichte über mich großartig sein muss. Das liegt am Hauptcharakter, wisst ihr. Aha. Da gibt es ohnehin keinen Zweifel, ohnmächtiger Saladrex. Bitte spricht weiter. Meine Güte, bei Baals Liebe macht Baal lang. Baals Liebe, welche Liebe von Baal? Ich liebe dich, mein Sohn, deswegen töte ich dich jetzt 15 Mal. So sehr liebe ich dich. Das ist langweilig. Kommen wir einfach zur Sache. Es ist Zeit zu sterben. Nehmen wir mal die 1. Wie die meisten unglückseligen Kreaturen auf dieser Ebene wurde ich von dem wahnsinnigen Magier im Glaskäfig beschworen. Im Gegensatz zu den Kreaturen verspüre ich jedoch kein wirkliches Bedürfnis, von hier zu entfliehen. Warum nicht? Seid ihr zu verängstigt, um euch der Welt da draußen zu stellen? Warum habt ihr beschlossen, eure atemberaubende schöne Gestalt vor der Außenwelt zu verbergen, Saladrex? Welt wollt ihr die Freiheit durch euch, die euch meine treue Klinge bietet kann, wenn ich sie euch in euren wenn sie sich in euren Leib bohrt? Für die zwei. Ich bin erst seit einigen Jahren hier und das ist für einen Drachen schließlich eine völlig unbedeutende Zeitspanne. Ich habe aus verschiedenen Gründen beschlossen, hier zu bleiben, so wie zum Beispiel die Bemühungen von Kaston und den anderen minderwertigen Kreaturen hier sehr amüsant. Außerdem konnte ich mir von den zahlreichen Kreaturen, die Kaston mit dieser Maschine beschwört hat, einen hübschen Schatzort zusammenstellen. Normalerweise muss ich hier drin Diebe und Plünderer kaum fürchten. Ich versichere euch, ich plane nicht, eure Schätze zu stehlen, großer Saladrex. Jedenfalls jetzt nicht. Mir gefällt dieser Blick nicht, den ihr mir zugeworfen habt, als ihr von Dieben und Plünderern spracht. Es scheint so, als ob ihr weich geworden seid. Ich werde euch wohl eure wertvollen Schätze abnehmen müssen. Nehmen wir mal die 1. Vielleicht bin ich ein wenig paranoid, Imoin. Die Maschine von Lum, dem Verrückten, hat alle Kreaturen, die hier gefangen sind, auf die ein oder andere Weise beeinflusst. Manchmal verhalten wir uns irrational. Ihr habt also ein paar Schuppen locker im Kopf, hm? Kein Zweifel, kein Zweifel. Man sagt zwischen Genie und Wahnsinnig nur ein schmaler Grat, großer Saladrex. Ein verrückter Drache klingt ja wie ein lustiger Kampf. Wehrt euch, Saladrex, der Übergeschnappte, nehmen wir mal die 2. Das ist wohl wahr, ich habe irrationale Ängste. Dieses Gespräch ermüdet mich inzwischen langsam. Besucht mich doch ein anderes Mal wieder. Nun gut, ich werde euch allein lassen. Ich komme später wieder, um mich an der Pracht des großen Saladrex zu ergrützen. Bitte, weiser Saladrex, darf ich euch ein paar Fragen stellen? Nun gut, stellt eure Fragen, ich will euch an meinem Wissen teilhaben lassen. Wisst ihr, wie ich in das nächste Stockwerk des Verlieses komme? Ich nehme an, dass die Maschine von Lum, dem Verrückten, irgendwie den Schlüssel dafür darstellt, das nächste Stockwerk zu erreichen. Mehr kann ich euch in dieser Beziehung leider nicht helfen. War das alles im Moment? Ja, im Moment war das alles. Ich werde jetzt gehen. Wenn ihr später wiederkommt, bin ich vielleicht in einer gesprächigeren Stimmung und wir können uns weiter unterhalten. Auf geht's. Schön. Okay. Fragt nur. Nun gut. Über den will ich vorher mehr herausfinden. Und ja, er hat mal wieder einen imposanten Saal. Verbringen wir auch unsere restlichen paar Minuten damit,
uns mit dem Schädel zu kloppen. Denn ihr wisst ja, ich klopfe mich so gerne mit Leichnamen. Und noch lieber mit Halbleichnamen. Denn die sind ja um einiges Schönes nerviger. Das hier ist wesentlich aufregender als die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich trage zu. Tom, die Dummen. Ist was los? Braucht ihr etwas? Incurtus Pulcrum Imperium. So, Kettenzauber. Ich kann 3 Stück reinpacken. Tödlicher Nebel nicht unbedingt. Aber einen Lindvorberuf nehme ich gern. Ein Magieresistenz senken. Steinhaut nicht. Das auch nicht. Nehmen wir einen Säurepfeil und fertig. Ja? Zeit aufzubrechen? Ja? Im Moment hast du eigentlich auch Kettenzauber? Nö. Gut, dann. Schutz vor dem Bösen. Eichhörnchenschild. Ich helfe, wo immer ich kann. Und... Ach, du kannst kein Eichhörnchenschild, aber du kannst Zauber zurückwerfen. Los, Buck ist aus. Kugel der Unverwundbarkeit, klingt gut. Befehl. Du kannst, glaube ich, Eichhörnchenschild. Nein, kannst du nicht. So, der erste Zauber fängt schon an nachzulassen. Ich habe vergessen, furchtbar zu wirken. Fragt nur. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Muss wohl was anderes aus. Kann er nicht alleine runtergehen, oder? Doch. Ich war nun die Dienerin der Ich war schon erledigt. Muss wohl was anderes ausprobieren. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Mhm. Nun gut. Oh, linker Teufel. Und da kerkert er mich ein. Das Tolle ist, da wäre Freiheit. Okay. Keine. Nun gut. Ja. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, okay. Okay, muss wohl was anderes ausprobieren. Kann Zauber sprechen. Muss wohl was anderes aus. Verstanden.
Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Okay. Keine. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Nun gut. Rückzug. Zu spät. Was anderes ausprobieren. Und Rückzug. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ich kämpfe. Was immer ihr will. Und Rückzug. Und Rückzug. Und zu spät. Gebt das doch für mich auf. Und Angriff. Und Rückzug. Angriff. Und Rückzug. Und laden. Und Angriff. Nun gut. Ja? Mein muss wohl was anderes ausprobieren. Ich warte. Meine Waffe ist völlig wirr. Und Rückzug. Angriff. Und Rückzug. Ich muss wohl doch wohl keine Frau schlagen, ne? Und Rückzug. Die Natur nimmt das Leben des. Und Rückzug. Meine Klinge wird euch schon zeigen. Und Rückzug. Und Rückzug. Für die Gift. Und Rückzug. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie ge- Und wir können, glaube ich, mal quick safen. Was möchte ich? Meine Waffe. Kratz ihnen die Augen auf! Für die Gefallenen! Muss wohl was anderes ausprobieren. Keine. Und das war Imoin. Angriff. Und Rückzug. Angriff. Was immer. Und Rückzug. Wenn ihr es wollt. Und tot. Puh. Heilige Scheiße, ey. Hickscher. Sternendolch. Man sagte, dieser Dolch von einem unachtsam geringen Gott fallen gelassen wurde und aus dem Himmel selbst auf die Erde gelangt ist. Der Dolch ist bei Dieben und Mäuchenpersonen äußerst beliebt, da er seinen Träger manchmal auf magische Weise vor den Blicken sein Opfer verbirgt. Ja, verstanden. Wir wollen gucken, ob da noch was eine Falle dran ist. Scheinbar nicht. Was zur Hölle? Ein Säurepfeil. Interessant.
Ich war natürlich. Oh, der Leichnam selber war interessanter. So, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich mal einen Cut. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Das ist dann jetzt LP014. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.